Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute machen wir eine neue Karriere in FIFA 21 und zwar mit der Spielvereinigung Greuther Fürth. Ich werde probieren, sie zum Champions League Titel zu führen oder eventuell noch weiter. In der Saison angekommen, werden wir natürlich das lukrativste Vorbereitungsturnier, das ist der European International Cup, gibt uns als mögliches Preisgeld 3,8 Millionen Euro. Ich denke, wie FIFA funktioniert, weiß jeder. Der Karrieremodus hoffe ich mal auch. Wir sehen hier unser Team, das können wir natürlich weiter verbessern. Und ja, ich habe die Kader noch nicht angepasst, obwohl die Saison jetzt zu Ende ist. Das heißt, Fürth und Bochum spielen weiterhin in der zweiten Liga. Ich möchte die Transfers auf jeden Fall realistisch halten und probieren, viel zu erreichen. Ja, Realismus steht hier an erster Stelle. Ich werde jetzt erstmal das Team umstellen und schauen, was danach geht. Das ist jetzt mal die Mannschaft. Ich habe an sich nur Grün und Ernst getauscht. In der Stadt steht das beste Aufgebot, das wir haben. Bis auf eventuell noch Mafra, den könnte man reintun für Bauer. Aber ich will erstmal mit Bauer spielen und mit Bauer planen, weil er einfach noch jünger ist als Mafra. Ja, Bauer ist gerade mal 20 und Mafra 34. Ja, somit könnte man planen erstmal. Unsere Bank ist auch gut besetzt. Ist vielleicht etwas schlecht für die zweite Liga, aber ich denke, das kann man auf jeden Fall ausgleichen. Mal zur Teamzentrale. Wir sehen, wir haben 28 Leute im Kader, davon 3 Torhüter, 11 Defensivmänner, 5 Angreifer und 9 Mittelfeldspieler. Wenn wir schauen, wie lange die Verträge noch gehen, da laufen wirklich bei vielen Leuten die Verträge noch aus. Ich möchte das hier relativ realistisch halten. Das heißt, Jeckel, Raum, Ernst, Mavrai und Chava werden alle gehen. Die werde ich alle nicht verlängern. Aber ich denke, bei Itter kann man nochmal drüber nachdenken, dass man ihn nochmal eine Saison mehr leiht, da es ja in Fürth auch gemacht wurde. Die werden alle ablösefrei gehen, das ist mein Plan. Das sollten nämlich alle Transfers gewesen sein, die gemacht wurden. Es wurden aber auch Verträge verlängert, wie zum Beispiel von Branimir Hrgota, Dixon Abiyama oder vielen anderen Leuten. Ja. Wen haben wir noch? Jamie Leveling oder auch Harvard Nielsen. Die Verträge wurden alle verlängert. Da werde ich mich jetzt auch erstmal ransetzen und schauen, dass wir das hinbekommen. Und eventuell auch bei jedem Spieler die Freigabesumme rausnehmen und probieren, ob wir das hinbekommen. Ja. Hürtelspieler ist Harvard Nielsen natürlich. Er zieht keine Verlängerung in Betracht. Wir probieren es trotzdem, um ein Jahr zu verlängern. Das nimmt er an, das ist super. Er wünscht sich keine Freigabesumme, genauso hätte ich es auch gemacht. Jede Freigabesumme rausnehmen. Das Gehalt, das ist natürlich jetzt wichtig. Ja. Unsere Ziele sind, wir sollen möglichst wenig Geld in die Gehälter pulvern und eher in die Nachwuchsakademie. Daher würde ich probieren, es eventuell zu senken von 7.900 zu 7.500. Mal schauen, was Harvard Nielsen dazu sagt. Er akzeptiert es. Damit ist der Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Hrgota, sein Vertrag ist schon um 4 Jahre verlängert. Das heißt, das wurde schon gemacht von FIFA automatisch. Ich muss am Anfang neue Kader runterladen. Und da wurde es schon gemacht. Ich glaube, bei Leveling und Nielsen, ja, genau. Nielsen wurde auf jeden Fall auch verlängert. Der hat nämlich 3 Jahre, wir haben 1 verlängert. Abiyama auch. Und ich denke, Leveling wurde auch verlängert. Und da würde ich vielleicht auch ganz gerne nochmal reingehen, wenn wir jetzt einfach die Chance dazu haben. Ich würde sagen, er ist Rotationsspieler. Ja. Ich würde sagen, als wichtig würde ich ihn nicht einstufen. Dafür ist er noch ein bisschen zu schlecht. Er möchte sogar 3 Jahre Vertrag und damit insgesamt 5 Jahre. Das ist natürlich der Hammer, das akzeptieren wir. Ja, Freigabesumme möchte er keiner haben. Das ist auch so, auch gut. Gehalt liegt er keins vor. Ich probiere auch hier zu senken bei Leveling. Eventuell 2.700. Was sagt er dazu? Das wird ebenfalls akzeptiert. Super, damit ist der Vertrag von Leveling um weitere 3 Jahre verlängert. Das ist super. Wo ich es eventuell auch noch probieren möchte, ist Paul Seguin, ja. Der Vertrag wurde jetzt nicht verlängert, aber der hat noch 2 Jahre, ist wirklich einer unserer wichtigsten Stützen, weil die Mannschaft auch sehr jung ist von der Spielvereinigung Greuther Fürth. Er ist 25, er ist einer der ältesten Spieler hier und mit dem wollen wir auch langfristig binden, ja. Eventuell nimmt auch er eine Vertragsverlängerung in Kauf. Ich denke, er ist auf jeden Fall ein Schlüsselspieler und wird der Mannschaft weiterhelfen, ja. Wir probieren es vielleicht mal mit 2 Jahren Verlängerung. Was sagt er dazu? Er möchte keine Verlängerung in Betracht ziehen. Probieren es trotzdem mit einem Jahr.
Und das wird akzeptiert. Das ist super. Er möchte eine Freigabesumme von 8,2 Millionen Euro. Das ist natürlich schon eine Menge Geld, falls die jemand sieht. Und ich denke, wenn ihn echt ein Spieler wechseln möchte, dann soll er das tun. Dann wird ihm auch, denke ich, wenn jetzt ein Erstliga-Club kommt, keine Steine in den Weg gelegt. Daher werde ich die Freigabesumme akzeptieren. Ja, so wohl oder übel es auch ist. Das Gehalt probiere ich wieder runter zu gehen auf 8.600. Das wären wieder 400 Euro, die wir plus machen, wenn er es dann akzeptieren will. Und er akzeptiert es. Das ist auf jeden Fall super. Wir haben ein weiteres Jahr bei Paul Seguin rausgekratzt bei der Vertragsverlängerung. Und ja, das spricht auf jeden Fall schon für sich. Klar, die Freigabesumme. Aber wenn er wechseln möchte, legen wir ihm keine Steine in den Weg. Ja, so viel ist sicher. Ansonsten, ich probiere jetzt noch die restlichen Verträge. Freigabesummen sind zu verlängern. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall danach. So, nun ist jeder Vertrag bei der Spielvereinigung Greuther Fürth verlängert. Wer denn auch bleiben soll, ja. Mit wem wirklich auch in echt verlängert wurde. Der von Raum, Jäckel oder auch Mavrai oder auch Ernst bleibt natürlich nicht verlängert. Die werden, oder Chava, die werden uns nach der Saison ablösefrei verlassen. Das ist klar. Das ist aber auch realitätsgetreu, ja. Mit Leuten wie Burchard, einem unserer wichtigsten Spieler, unserem Torwart, unserem ältesten Spieler im Kader, bis auf Mavrai, habe ich jetzt nicht verlängert, aber ich denke, das können wir später auch noch in Betracht ziehen. Jetzt kümmere ich mich noch um den Kader, wer denn auch alles bleiben soll und wer alles verliehen werden soll. So, die Transferliste ist gefüllt, und zwar mit vier Spielern, die wir verleihen möchten. Darunter einmal Robin Kehr, Mehdi Yusuf Torlak, Elias Kratzer und Mario Subaric. Übrigens, es tut mir leid, falls ich den Namen falsch ausspreche. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, wenn ihr mir helfen könntet. Und ja, dann schauen wir auch erstmal in unser Postkasten, ja. Da befinden sich nämlich sechs Mails, aber ich denke, die kennt mittlerweile jeder. Ja, jeder, der ein bisschen FIFA gespielt hat, kennt die und weiß, dass die eigentlich alle nicht relevant sind. Bis auf eine. Und zwar, das ist die vom Jugendstab. Denn mittlerweile haben wir schon Talente in unserer Fußballmannschaft. Das war FIFA 20 noch nicht so. Aber ab FIFA 21 sind am Anfang jeder Karriere wirklich Spieler schon in deiner Fußballmannschaft. Ja. Und dafür regt einer hinaus. Ja. Wir haben jetzt hier ganz schön viele. Ob das welche schaffen werden, ist eine andere Frage. Ja. Aber wer auf jeden Fall herausragt, ist Emilio Schmidt. Ja. Eine Gesamtstärke von 63 und ein Potenzial von 73 bis 94. Also, der könnte auf jeden Fall einen großen Schritt machen. Wir gehen mal in seinen Entwicklungsplan und schauen einfach mal, zu was wir ihn umtrainieren könnten. Also, er ist auf jeden Fall vorne, können wir ihn alles lernen. Ja, egal ob MM, LM, Mittelstürmer, rechter Flügelstürmer oder linker Flügelstürmer, da geht alles, ja. Aber ich würde ihn vielleicht als Innenverteidiger trainieren, einfach weil wir nächste Saison Probleme haben, weil Jäckel wird gehen und auch Mavrai wird gehen. Und da brauchen wir auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger. Daher würde ich vielleicht ihn umtrainieren. Aber wir können ja nochmal schauen, ob wir hier irgendjemanden noch haben in der Jugendakademie. Aber ein paar sind schon so schlecht. Mika Dragovic würde ich vielleicht direkt freigeben. Oder auch Angel Nieto. Aber da würde ich nochmal warten, weil der ist sogar ein Innenverteidiger. Hat zwar nur 45 und kein so gutes Potenzial, aber eventuell geht da was? Schreibt mir bitte eure Meinung in die Kommentare, ob wir ihn behalten sollen, wie wir weiter mit ihm verfahren sollen, ja. Also ich werde in seinen Entwicklungsplan gehen und werde hier auf jeden Fall, ja, Libero spielen lassen, Libero lernen lassen, ja. Aslak Rönning ist auch ein sehr guter Mann, so wie es aussieht, Potenzial von 71 bis 94, da könnte auch auf jeden Fall einiges draus werden, ja. Er kann Innenverteidiger spielen, nur ich würde ihn vielleicht Innenverteidiger als richtige Position lernen lassen. Das dauert 80 Wochen, aber ich denke, falls es nämlich Emilio Schmidt nicht wird, dann könnte es eventuell Röning werden, ja, der als Innenverteidiger bald für uns auflaufen wird nächste Saison. Das denke ich, sollten wir auf jeden Fall machen. Ja. Maricial werde ich freigeben und auch Gutier, ja, die sind nämlich wirklich zu schlecht. Ja. Ich bin bei Neto auch zwiegespalten, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Aber ich würde ihn vielleicht eher abgeben. Ja. Aber einfach mal gucken. Ja, weil er ist wirklich nicht der Beste. Aber Innenverteidiger brauchen wir. Ja. Und dann ist jetzt auch noch die wichtige Frage. Ihr seht hier unser Budget. Ja. Das ist eigentlich eine ganz schöne Menge. Das sind 4,5 Millionen oder 4 Millionen circa. Ja. Also wir können uns einen ordentlichen Scout holen. Wir haben ja auch schon einen Scout. Otto Hölzl, ein Deutscher.
aber wir könnten uns einfach noch einen kaufen. Und wir sehen Felix Ori, ja. Das ist der beste Scout, den es im Spiel gibt von den Sternen und von den Sternenerfahrungen und Einschätzungen. Er würde uns halt den Großteil unseres Budgets kosten, ja. Das sollten wir nicht vergessen. Aber ich denke, es würde sich lohnen. Also, auch bitte runter in die Kommentare, ja, ob wir wirklich so viel Geld für einen Scout ausgeben sollen. Ja, das ist auf jeden Fall klar. Ja. Natürlich, wir haben auch noch das Vorbereitungsturnier. Das sollte man nicht vergessen. Hier, ja, am 26. beginnt schon die Liga. Das heißt, wir haben nicht mal mehr einen Monat Zeit, bis die Liga wirklich startet. Am 31. August ist Deadline Day. Das heißt, bis dahin können wir keine Transfers mehr tätigen. Im Pokal treffen wir auf Karlsruhe. Aber erstmal steht der Monat hier an mit den Transfers und mit anderen Leuten, die eventuell kommen können. Ja, ich werde uns jetzt ein paar Leute raussuchen, die auch einfach realitätsgetreu sind. So, unsere Transferzentrale ist mit drei Leuten gefüllt. Und zwar Gideon Jung, Nils Seufert und Max Christiansen. Ja, allen drei läuft der Vertrag aus. Ja, die sind nach der Saison ablösefrei zu holen. Fürth hat diese drei Transfers in der Realität auch getätigt. Die werden jetzt alle drei gescoutet. Ihr seht, Jung und Christiansen haben eine Freigabesumme. Die liegt circa bei 3 Millionen Euro bei beiden. Ja, also die würden uns schon einiges kosten. Ja, aber ich denke, du kannst sie am Ende auch einfach ablösefrei holen und dann schauen, was geht. Wenn der Verein denn nicht mit dem Spieler entsprechend verlängert, ja. Und wenn nicht, müssen wir eventuell eine Ablösesumme zahlen. Aber das ist halt so. Ja. Wir sehen auch hier die Trainingstage. Ja, also es wird immer trainiert. Ja. Die Übungen werde ich gleich selber spielen. Ich werde sie euch natürlich rausschneiden, weil ich glaube nicht, dass ihr das hier sehen möchtet. Ja. Auf jeden Fall, wir sehen, Fitness liegt aktuell bei 100% bei allen unseren Spielern oder die Bissigkeiten über 50. Ja. Da ist 100 das Maximum. Und wenn wir trainieren, geht die Bissigkeit hoch. Das heißt, die spielen besser, aber die Fitness natürlich runter. Ja. Das werde ich jetzt auf jeden Fall machen. Und ja, ich werde es rausschneiden und dann sehen wir uns später. So, die drei Übungen sind gespielt. Ich habe den Almen A erreicht, was auch nicht unbedingt schwierig war. Ja, was auch noch wirklich eine wichtige Sache ist, worauf ich gleich zu sprechen komme. Ja, wir haben schon den nächsten Trainingstag und wir haben drei Mitteilungen. Ja, drei Nachrichten von Spielern. Ja, ein Marius Obaric meint, eine Laie, denke ich, würde ihm gut tun. Und ich denke, wir sind uns einig. Vielleicht hast du irgendwann eine Chance. Das gleiche sehe ich auch bei Kratzer. Ja, er meint genau das gleiche. Ja. Und jetzt kommt auch Branimir Hagota. Hallo Boss, im Namen des gesamten Teams möchte ich Sie herzlich bei der Spielvereinigung Greuther Fürth begrüßen. Ja. Schön dich kennenzulernen, Branimir. Ja. Es ist super bei euch zu sein und vielleicht können wir was auf die Beine stellen, was ich auf jeden Fall hoffe. Ja. Und da sagt er laut das Ding. Branimir Hrgota ist Kapitän. Das ist er auch in echt. Nur, soweit ich weiß, hat Sascha Burchardt genau Führungsstärke. Aber ich denke, ich werde es trotzdem bei Branimir Hrgota lassen. Auch wenn er keine Führungsstärke hat, werde ich trotzdem die Binde bei ihm lassen. Einfach weil es realistisch ist. Bei den Rollen schauen wir mal. Elfmeter soll nicht Nielsen übernehmen, den soll der Hrgota übernehmen. Die Freistöße soll eigentlich alle Green übernehmen. Der ist dafür auf dem Welten besser gestattet. Die Ecken übernimmt Seguin. So ist es auch in echt. Bitte korrigiert mich, falls da irgendwas falsch ist. Aber ich habe die Saison geschaut. Es sollte so in echt sein, wenn ich es mir gemerkt habe. An der Strategie werde ich jetzt erstmal nichts ändern. Aber ich hoffe, dass sie normalgetreu ist, also dass sie realitätsgetreu ist. Wir über die Außenflanken rein und spielen Ballbesitzfußball. So macht das die Spielvereinigung Greuther Fürth. Das ist unser Kader nochmal. Das wäre es erstmal von der ersten Folge gewesen. Schreibt mir gerne noch Transfervorschläge in die Kommentare und vergesst das mit dem Scout nicht. Über eine positive Bewertung würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal.